Geschichte wiederholt sich bekanntlich nicht, aber sie reimt sich gelegentlich. Und wenn wir das mal auf die Börse übertragen, dann sehen wir derzeit sehr, sehr ähnliche, sich reimende, in Anführungszeichen, Kursverläufe zwischen dem Jahr 2008, wir erinnern uns, da war ein bisschen Crash, und dem Jahr 2022, also derzeit. Und heißt das, dass jetzt die Dinge ähnlich ablaufen wie im Crashjahr 2008? Überhaupt nicht, aber es deutet zumindest darauf hin, dass wir hier eine Struktur haben, die sich vielleicht schon erledigt hat, wenn wir in den nächsten Tagen und Wochen jetzt nach oben gehen, denn diese Kursverläufe aus dem Jahr 2008, die haben sich dann zeitnah, auch aus dem August 2008, zeitnah nach unten aufgelöst. Wenn wir das Ganze jetzt nach oben auflösen würden, dann hätte diese Analogie praktisch keine Wertigkeit mehr, und all das vielleicht wird getriggert oder ist ein Trigger, die heutige Rede von Jerome Powell in Jackson Hole, auf die die Märkte im Grunde ja schon seit Wochen warten. Aber schauen wir uns mal diese Kursparallelen an, diese Reime an, die wir hier sehen. Was Sie hier sehen, ist der Chartverlauf des S&P 500 aus dem Jahr 2008 und aus dem Jahr 2022. 2008 gelbe Linie, 2022 weiße Linie. Das ist eben natürlich nicht so, dass das jetzt genauso kommen muss, aber es ist interessant, finde ich, diese Analogie zu sehen. Wir haben jetzt eine Situation, in der wir praktisch Probleme wieder am US-Hausmarkt haben. Wir erinnern uns, die Finanzkrise war ausgelöst letztendlich durch das Platzen der US-Immobilienblase mit strukturierten Produkten, die dranhingen. Die deutschen Landesbanken waren ganz vorne dabei. Jetzt haben wir natürlich eine andere Situation. Die Amerikaner nutzen zwar nach wie vor oder verstärkt ihre Immobilie als Kreditkarte, aber es ist nicht mehr so, dass jede Putzfrau 5 Häuser hat, wie das noch vor der Finanzkrise in der Immobilienblase der USA der Fall war. Also dennoch gibt es Belastungsfaktoren. Wir sehen eine US-Notenbank, die wettet, oder die Märkte wetten gegen diese US-Notenbank, indem man sagt, naja, die Inflation kommt bald runter, die Fed wird bald komplett umsteuern. Ob das so passieren wird, wir werden sehen. Aber hier sehen Sie nochmal Quartalskerzen des S&P 500 August 2008, August 2022. Sehr starke Parallelen auch hier von den Kursverläufen, nicht identisch, aber doch sehr, sehr parallelartig, wie ich finde. Und wir schauen uns jetzt mal eben die Lage im Vorfeld an der heutigen Rede von Jerome Powell, 16 Uhr. Wir werden bei Finanzmarktwelt einen Live-Feed machen, ich werde das live schriftlich kommentieren. Wir werden die Übertragung der Kansas Fed, die das Ganze ja auf ihrem YouTube-Kanal bringt, werden wir bei uns reinstellen, sodass Sie das live anschauen können, wenn Sie Zeit haben. Gestern jedenfalls sind die Märkte gestiegen. Nvidia vor allem hat mit nach oben gezogen, und Amazon, Nvidia, die ja am Tag zuvor den Ausblick massiv gesenkt hatten, die Erwartungen gesenkt hatten. Alles ziemlich mies, aber die Investoren sagen sich, boah, wahrscheinlich ist das Schlimmste jetzt vorbei. Also das Glas ist deutlich halb voll statt dreiviertel leer. Gut, kann man machen. Wir sehen hier unten dann den Kursverlauf, wie es dann vor allem zum Handelsende nochmal nach oben ging. Und das, obwohl die Rate Hike Expectations, also die Zinserwartungen weiter nach oben gegangen sind. Und wenn wir jetzt mal die Financial Conditions uns anschauen, die Finanzkonditionen, wie locker sitzt das Geld, von der die Fed ja sagt, oder von denen die Fed ja sagt, die wollen wir straffen, nicht lockern. Aber die Anstiege der Aktienmärkte sorgen dafür, dass wir jetzt im Grunde auf dem Niveau der Financial Conditions sind, wie wir es waren, kurz bevor die Fed das erste Mal die Zinsen angehoben hat. Das kann und wird der US-Notenbank nicht gefallen, aber die Märkte sagen sich, lass die Fed doch reden. Die werden eh irgendwann umsteuern. Jetzt sagt hier zum Beispiel eine Analysehaus, okay, Paul wird natürlich nichts versprechen können, wird sagen, die ganze Geschichte, wie mit der Zinspolitik weiterverfahren wird, ist data-dependent, datenabhängig, aber wenn jetzt die Inflationsdaten aus dem August und auch die Erzeugerpreise doch wieder sehr tief sind und die Löhne nicht so stark steigen, dann könnte er darauf hindeuten, dass, oder könnte er sagen, wenn das der Fall wäre, dass die Fed nur 0,5% die Zinsen anhebt. Hier sehen wir mal die Inflationszahlen. Wir hatten letztes Mal bei den Daten aus dem Juni ja diesen Rückgang gehabt, die jetzt im Juli ja veröffentlicht worden waren. Schauen wir uns mal an, wie hier jetzt die Fed im Vorfeld agiert. Wir hatten jetzt mehrere Fed-Speaker, unter anderem Esther George, Harker,
Wir hatten Ballard. Wir haben also eine ganze Armada Harker. Wir hatten eine ganze Armada von Leuten, die sich da Bostik, die sich da geäußert haben. George, auf die Frage, ob die Zinsen über 4% steigen könnten, sagt sie ja. Das wäre durchaus drin. Harker sagt, okay, schauen wir einfach mal an, wie die Daten ausfallen. Das dürfte so die mittlere Position sein. Wir sehen Bostik, der sagt, okay, bisschen datenabhängig. Kann sein, dass wir 0,5, 0,75 anheben. Die Märkte, wie gesagt, gehen davon aus, dass dann erstmal fast schon Schluss ist bei der Zinsanhebung. Dagegen sagt Ballard, und das war wieder mal extrem hawkisch, die Märkte, die Wall Street würde unterschätzen, dass die Inflation more persistent ist, dauerhafter ist. Da wäre ich fast bei Mr. Ballard, um ehrlich zu sein, denn es gibt viele Faktoren, die darauf hindeuten, auch in den USA, dort ist es viel weniger extrem als in Europa, aber auch in den USA, dass der Druck da hoch bleiben wird. Sei es drum, was sagen jetzt andere, etwa der ehemalige Fed-Vize Donald Cohn, der hat in einem Interview gesagt, Powell wird jeden Eindruck einer Kehrtwende, einer dovischen Kehrtwende vermeiden wollen. Das wäre nicht gut für die Glaubwürdigkeit der Fed, wenn er jetzt den Märkten wieder entgegenkommen würde. Vor einem Jahr in Jackson Hole hat damals noch Jerome Powell gesagt, Inflation, das ist schon ein bisschen eine Sorge, aber das sieht alles sehr temporary aus. Also vor einem Jahr hat uns Jerome noch erzählen wollen, wie temporary das ist. Wir wissen, dass es anders gekommen ist und deswegen haben die Märkte so ein bisschen ihr Vertrauen in die Fed verloren, haben das Vertrauen verloren, dass die Dinge auch wirklich einschätzen. Also muss, wie Sven Henrik hier zeigt, die Fed zeigen, dass sie hier wirklich das tut, was sie auch sagt. Wir erinnern uns, 2018 hatte Jerome Powell kurz vor Weihnachten noch gesagt, Zinsen werden wir anheben, Bilanzreduzierung auf Autopilot, die Märkte richtig abgedampft, um dann Anfang Januar 2019 das Gegenteil zu behaupten. Also das kratzt natürlich an der Glaubwürdigkeit. Wir sehen etwa jetzt Goldman Sachs, die sagen, ja, wir gehen hier long positioniert letztendlich in diese fette Sitzung, denn wir erwarten was Dovisches von Jerome Powell. Also man ist nicht wirklich der Auffassung, dass der das durchzieht. Wir sehen hier auch oben in dieser Grafik, dass im Grunde die Märkte erwarten, dass März, April, Mai die Fed dann sogar beginnt, schon wieder die Zinsen zu senken. Jetzt sagt Mohamed El-Erian, die Fed hat versagt in der Analyse, hat versagt in ihren Prognosen, hat versagt auch in der Kommunikation. Damit meint El-Erian eben auch dieses Inflation is Transitory-Narrativ, das die Fed ja lange, lange verbreitet hat und damit letztendlich mitverantwortlich ist für das ganze Geschehen. Und ja, Glaubwürdigkeit ist ein Problem. Hat die Fed nicht gesagt, wir werden 47,5 Milliarden Dollar die Bilanzsumme reduzieren pro Monat und ab September dann das Doppelte, also 95 Milliarden Dollar. Insgesamt haben wir jetzt aber erst einen Rückgang von 60 Milliarden. Also das hat bisher nicht gepasst. Man ist da deutlich zurück, was die Bilanzreduzierung betrifft. Gute Frage, ob das nachgeholt wird oder wie die Lage da ist. Wir haben vorhin gesehen, Goldman Sachs sagt long, wir erwarten einen dovischen Jerome Powell. Hedge Funds dagegen sagen, der wird hawkisch agieren. Die sind also wieder ziemlich dicke short. Wir erinnern uns, diese Rallye, die wir gesehen hatten an den Aktienmärkten, war vor allem auch ein Squeeze, ein Short Squeeze von Hedge Funds, die es da erwischt hat. Vor der Rede 16 Uhr von Jerome Powell und Jackson Hole kommen 14:30 dann noch die PCE-Daten, also Personal Consumption Expenditure, also praktisch die Verbraucherpreise, auf die die Fed besonders achten. Was ist der Unterschied zwischen PCE und CPI, also die normalen Verbraucherpreise? Nun, diese PCE-Daten, die berücksichtigen eher Verhaltensänderungen der Menschen, kurzfristige Verhaltensänderungen, wird immer das Beispiel genannt, wenn zum Beispiel Rindfleisch oder Schweinefleisch sehr teuer geworden ist, Hühnchenfleisch dagegen nicht, dann wird eben mehr Hühnchenfleisch gekauft und weniger Rind oder Schwein, um das einmal plastisch zu formulieren. Die Erwartung hier zum Vorjahr, Vorjahresmonat 4,7% und zum Vormonat 0,3%, werden wir um 14:30 da auch auf Finanzmarktwelt berichten. Gucken wir uns nochmal die letzten Inflationsdaten an, sehen wir, dass alles was flexibel ist, wie Energiepreise, die ja deutlich gefallen waren,
dazu beigetragen hat, dass die Zahl niedriger ausgefallen ist, während alles, was sticky ist, alles, was sich langsam bewegt und eher dauerhaft ist, hat weiter nach oben gedeutet. Da meine ich, hat Ballard einen echten Punkt, indem er sagte, das wird wohl dauerhafter sein. Jetzt sehen wir, dass normalerweise, wenn wir in die Geschichte der 1970er Jahre zurückblicken, die Inflation oder die Arbeitslosigkeit ziemlich genau 2 Jahre nach Anstieg der Inflation beginnt zu steigen. Und wir sehen ja bei den Erstanträgen etwa am Arbeitsmarkt durchaus schon die einen oder anderen Zuckungen nach oben. Also noch kann die Fed natürlich so hawkisch agieren, solange der Arbeitsmarkt so gut dasteht. Das ist ja auch der Grund, warum die Amerikaner offiziell nicht in einer Rezession sind, wie die NABR sagt. Warum? Weil wir haben zwar 2 negative Quartale in Folge, aber wir haben keinen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Das ist ein Punkt, der sozusagen als Rezessionsdefinitionskriterium mitgewertet wird. Also das ist nicht der Fall, aber wir haben eben diesen Abschwung am US-Hausmarkt, den wir deutlich sehen. Warum? Weil allein die Home-Buyer-Mortgage-Rates so massiv gestiegen sind durch die Zinsanstiege. Und insgesamt muss man ja sagen, solche Zinsanstiege, es dauert, bis die sich durchs System wälzen. Das ist wie so eine Welle, die nicht sofort irgendwie alle nass macht, aber on the long run dann doch ihre Auswirkungen hat. Also seien wir mal gespannt, was da noch auf uns zukommt. Wenn wir jetzt mal zur EZB kommen und Sie wollen sich etwa bewerben bei der EZB, gehen da also nach Frankfurt und dann wird gefragt, gell, was ist verursacht Gelddrucken, Inflation? Und wenn Sie dann die Frage stellen, was ist Inflation, sind Sie sofort engagiert bei der EZB. Das wollte ich Ihnen nicht vorenthalten, meine Damen und Herren. Wir haben hier diese riesigen Probleme. Ich hatte gestern dazu wieder ein Markeflüster gemacht. Jetzt neue Untersuchungen, neue Zahlen vom DIHK, Deutscher Industrie- und Handelskammertag, der sagt, 16% aller Unternehmen müssen bereits aufgrund der Energiepreise die Produktion einschränken. Bei den energieintensiven Unternehmen sind es 32%, also das doppelte alarmierende Zahlen, sagte die IHK. Und viele Unternehmen sagen, wir können diese Preissteigerung nicht weitergeben, 1:1 an die Kunden. Jetzt kommen die Gewerkschaften in Gestalt von Verdi. Die Gewerkschaften natürlich nicht mehr so wichtig, nicht mehr so bedeutend wie in den 70er Jahren, aber es ist immer noch ein Pfund teilweise. Verdi sagt, also die Lohnanhebungen sollten mindestens die Inflation kompensieren. Das ist natürlich ein Punkt, den man da hat. Aber die Arbeitgeber sagen, hey, wir sind doch eh schon so wahnsinnig hier belastet mit diesen steigenden Energiepreisen. Jetzt hat Roberto Habeck festgestellt, vielleicht ist doch so nicht so eine gute Idee, wenn wir die Gasumlage auch jenen Unternehmen zahlen, die so hoch profitabel sind. Jetzt will er das nochmal überdenken und nachbessern. Handwerklich natürlich etwas ungut, wenn man das nachher machen muss. Daniel Stelter sagt, Problem ist, dass die Deutschen Habeck für geeignet halten. Obwohl der schulterzuckend Wohlstand hierzulande abschreibt, ideologisch die Laufzeitverlängerung bei Atomkraftwerken ausschließt und mit Blick auf die Gaskrise auf voller Linie versagt. Also der Daniel Stelter ist ein scharfer Kritiker von dem Roberto. Schauen wir mal. Jedenfalls sehen wir, dass die Deutschen sich schon massiv einschränken. Konsumklima auf ein neues Rekordtief gefallen ist. Also tiefer als auf dem tiefsten Corona-Stand, den wir hatten, als wir Ausgangssperren und solche lustigen Dinge hatten. Die Leute beginnen jetzt zu sparen für die Energienachzahlung. Darüber ein Artikel, der diese Details dieser hochwichtigen Dinge hier beleuchtet. Das geht uns ja alle an. Das zeigt, was auf die Wirtschaft zukommt. Und nochmal in Sachen Jackson Hole, da hat mein Kollege Wolfgang Müller mal diese Zielkonflikte der Fed nochmal beleuchtet. Auf der einen Seite soll der Aktienmarkt nicht steigen, aber ganz crashen soll er auch nicht. Da hängt schlichtweg zu viel dran. Und. Es gibt also so viele sich widersprechende Dinge, die Jerome Powell da berücksichtigen muss. Also 2 Empfehlungen, Konsumklima, GfK und Jackson Hole, dass Sie da nochmal im Vorfeld der Rede informiert sind. Jetzt sag ich Servus und Ciao, ihr Lieben. Servus.